Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Banished-Info-Video bzw. Umfrage-Video. Ich habe euch ja in der letzten Folge schon gefragt, wie soll es mit Banished weitergehen. Kamen bis jetzt noch nicht wirklich viele Reaktionen zurück. Deswegen dachte ich mir, ich mache das Ganze in einem eigenen Info-Video. Das heißt, ihr könnt abstimmen, wie es mit Banished weitergehen soll. Sollen wir es riskieren? Sollen wir nochmal probieren, die Siedlung zu retten? Ich sag gleich dazu, das kann eine Sache von 5, 6, 7 Folgen sein, damit wir wieder auf den Stand kommen, wo wir schon mal waren, und selbst dann, nach der Zeit ist nicht sicher, ob die Siedlung das wirklich überlebt. Ist eine Herausforderung, wäre interessant, aber halt auch sehr viel Langatmiges, wo halt nicht so viel weitergeht. Oder sagt ihr nein, die Siedlung ist gescheitert und wir machen einen Neustart, wo wir von Anfang an versuchen, das Ganze besser aufzubauen. Gewisse Fehler oder Sachen, die ich beim ersten Start zum Beispiel schon wieder vergessen hatte, wie Werkzeugschmied und so weiter, beziehungsweise auch besser im Auge behalten, Lagerkapazitäten, Produktion und so weiter, wie viel müssen wir produzieren, was können wir gut verkaufen und so weiter. Ja, also ihr könnt es entscheiden. Ich werde unter dem Video werde ich zwei Antworten schreiben, einmal mit ja, bitte weitermachen, und einmal nein, bitte Neustart oder so. Und ihr braucht dann nur jeweils einen Daumen abgeben, eben ob ihr eben für einen Neustart seid oder fürs Weitermachen. Wenn es euch egal ist, könnt ihr auch bei beiden abstimmen. Ja, das war's dann eigentlich, und ich bin schon gespannt auf eure Reaktionen. Könnt gerne auch einen Kommentar schreiben, wenn ihr noch Vorschläge, Ideen habt, wie es weitergehen kann. Also wenn ihr jetzt sagt Neustart und ihr sagt, vielleicht ihr wollt diesmal irgendwie bisschen was anders haben oder so, schreibt es rein, beziehungsweise wenn ihr noch Idee sagt, bitte weitermachen, und ihr habt vielleicht Ideen, wie wir die Siedlung retten können, könnt es mir auch in die Kommentare schreiben. Ja, das war's dann eigentlich, und wir sehen uns dann, beziehungsweise hören uns in einem der nächsten Videos. Tschüss!